Herzlich willkommen zu einer weiteren Lerneinheit im mediengestützten Unterricht von Karriere und More. Heute wieder Experteninterview mit Herrn Walter Trommer, dem Entwickler des EFA-Lernsystems. Und wir wollen uns heute mal mit der Fragestellung beschäftigen, der Prüfungstag. Wie kann ich mich optimal auf diesen Tag vorbereiten? Welche Tipps und Tricks gibt es da zu beachten, damit ich mit der nötigen Konzentration und Entspannung oder Anspannung am Prüfungsort des Geschehens dann ankommen? Das wäre so die Frage, in die wir heute einsteigen wollen. Was kann ich tun, damit der Tag optimal läuft, dass ich mich durch keine Nebenkriegsschauplätze ablenken lassen muss? Okay, ja, Sie haben es eigentlich schon in Ihrer Frage mit eingebaut, nämlich sich nicht ablenken lassen von Nebenkriegsschauplätzen. Der Tag der Prüfung ist ja sowas wie der Höhepunkt. Man arbeitet da drauf hin. Und im Idealfall wäre es so, dass Sie sich auf diesen Tag freuen. Also im Sinne von, ich habe mich vorbereitet, ich weiß ganz viel und jetzt endlich kommt der Tag, wo ich das alles mal zeigen darf. Aber eigentlich habe ich doch die Hosen gestrichen voll, obwohl ich gelernt habe. Ja, also es zeigt sich ja, dass gerade die, die gelernt haben, die Hosen ein bisschen voller haben wie die anderen, denn die wissen unter Umständen noch mehr, was man noch alles nicht wissen kann. Also, es geht ja darum, dass der Tag der Prüfung oft so als ein riesiger Berg betrachtet wird und mit unheimlichen Stress behaftet. Und alle Gedanken reichen nur noch bis zu diesem Tag, so als gäbe es dahinter schon keinen zweiten mehr. Mhm. Und da muss man sich erstmal klar machen, wenn man zu Stress und gerade zu Prüfungsangst neigt, sowas gibt es ja, dass man sich erstmal klar macht, was würde eigentlich passieren, wenn ich jetzt mal den schlimmsten Fall annehme, ich falle durch diese Prüfung durch. Das wollen wir jetzt nicht sehr im Kopf drehen, aber dass man zumindest sich mal das Bild erstmal herholt, damit man sich auch davon verabschieden kann, wenn Sie durch die Prüfung durchfallen, dann geht am nächsten Früh die Sonne genauso wieder auf und alles ist wie bisher. Sie sind nicht schlechter dran, als Sie es heute sind, nämlich Sie haben den Abschluss noch nicht. Also, ist man durch die Prüfung gefallen, gibt es immer eine zweite und auch eine dritte Chance. Und in der Regel ist es ja auch so, wenn wirklich jemand durchfällt, dann fällt er oftmals in einem oder in zwei Fächern durch. Dann macht man halt dieses eine oder diese zwei Fächer nochmal und in der Regel klappt es dann zumindest beim zweiten Anlauf. Das heißt, das ist keine große Katastrophe, wenn es mal nicht geklappt hat. Den Fall kann man für sich einfach akzeptieren, dass man sagt, ich gebe mein Bestes, das muss das Ziel sein. Und wenn es aus irgendwelchen Gründen nicht gut funktioniert hat, nehme ich einfach nochmal Anlauf und gut. Das mal so zum grundsätzlichen Ziel. Ich will aber doch jetzt unbedingt bestehen. Natürlich, Ziel bleibt, die Prüfung aufs Erste zu bestehen. Da kann es ja gar keinen Zweifel geben. Und auch wir sind ja als Lehrgangsanbieter sehr, sehr interessiert daran, dass unsere Teilnehmer das von Anfang an aufs erste Mal bestehen. Mhm. Und von daher ist es wichtig, dem Tag so das Stressbehaftete zu nehmen. Und das ist immer dann der Fall, wenn unser Gehirn eine gewisse Gewöhnung hat. Das heißt, Situationen, die wir häufiger durchleben, die empfinden wir nicht mehr als so stressbelastet. Jetzt kann ich ja aber keine 10 Probeprüfungen machen, nur damit ich mich dran gewöhne. Ja, beim Führerschein wüsste ich durchaus jemand, der das so gemacht hat. Aber natürlich, eine IHK-Prüfung kann man auch immer nur maximal 3-mal machen und dann ist es sowieso vorbei. Aber für unser Gehirn ist es gar nicht so wichtig, dass wir diese Erfahrung live und in echt sozusagen machen, sondern unser Gehirn, unser Unterbewusstsein kann nicht unterscheiden zwischen einer echten, realen Situation und einer gut vorgestellten Situation. Das heißt, um mal ein Negativbeispiel zu verwenden, wenn Sie jetzt die Augen schließen und stellen sich irgendwas ganz Ekelhaftes vor, dann könnte es sein, wenn Sie dieses Bild sehr stark in Ihrem Kopf ausmalen, dass Ihnen tatsächlich übel wird. Und jeder von uns hat bestimmt Erlebnisse im Kopf, wenn er die herholt, dann reagiert er körperlich drauf. Und genauso ist es auch mit der Prüfungssituation. Das heißt, Aufgabe besteht darin, dass Sie, sagen wir mal, 6, 7, 8 Wochen, bevor der Prüfungstermin ist, Sie sich mit dem Prüfungstermin auseinandersetzen, in der Gestalt, dass Sie sich diesen Tag der Prüfung geistig schon mal vorweg anschauen, vor Ihrem inneren Auge einen Film entstehen lassen. Wie werden Sie an dem Tag aufstehen? Was werden Sie möglicherweise anziehen? Mhm. Was werden Sie möglicherweise, oder wie werden Sie frühstücken? Wie werden Sie da hinfahren? Was wird da passieren? Wie werden Sie in den Raum hineingehen? Wie werden Sie Ihren Platz suchen, Ihre Nummer suchen, sich hinsetzen, Ihre Unterlagen ordnen? Und wenn Sie sich das immer wieder im Geiste vorstellen, immer wieder,
dann spüren sie möglicherweise so ein Kribbeln und Ziehen im Bauch und das zeigt dann eben ganz genau, die körperliche Reaktion ist jetzt da. Und wenn man das ein paar Mal gemacht hat, wird man feststellen, dass die körperliche Reaktion immer mehr nachlässt. Und genau das ist das Ziel, das man an der Stelle dann auch hat für den eigentlichen Prüfungstag. Natürlich wird man an dem Tag Stress haben. Stress zu haben ist an sich eine gute Sache, weil wir unter Stress auch in der Lage sind, die Höchstleistung zu erbringen. Aber wir wollen natürlich nur so viel Stress haben, dass er uns nicht in unserer Leistung mindert. Also an dem Tag dann tatsächlich eine gewisse Gewöhnung für unser Unterbewusstsein. Und das bedeutet, der Stresslevel oder das Stresslevel ist deutlich niedriger, als es ansonsten wäre. Was an der Stelle auch zu beachten ist, manche denken dann an so einem Tag, muss ich jetzt besonders toll frühstücken. Also normal frühstücke ich nie. Und aber weil ja Prüfung ist, drehe ich mir jetzt die Zerealien rein, mache mir so ein Müsli oder keine Ahnung, Tonnen von Schwarzbrot, dann soll ich mich natürlich nicht wundern, wenn ich das nicht gewohnt bin und hau mir das jetzt rein, weil ich es irgendwo gelesen habe, dass ich dann in der Prüfung Magendrücken habe oder mir schlecht wird, das wäre dann ganz normal. Also machen Sie gerade am Prüfungstag nichts anders, als Sie es sonst auch tun. Wenn Sie morgens nicht frühstücken, dann tun Sie das am Prüfungstag eben auch nicht. Sie werden zwischen den einzelnen Prüfungsfächern Pausen haben, sodass Sie auch dann in den Pausen, wenn Sie sagen, was weiß ich, ab 10 Uhr kann ich feste Nahrung zu mir nehmen, dann nutzen Sie halt die erste Pause und essen dann was auch immer, was Sie normalerweise in der Frühstückspause auch essen würden. Und so sollte man eigentlich in den Tag reinstarten. Wenn Sie normalerweise frühstücken, dann tun Sie es auch am Prüfungstag. Die Pausen haben Sie gerade angesprochen. Jetzt ist es natürlich so, in Pausen entsteht ja Unruhe. Das sind die Kollegen aus dem Kurs, das sind andere Prüfungsteilnehmer von anderen Bildungsträgern. Wie verhalte ich mich da am geschicktesten, um die Pause auch wirklich für mich zu nutzen? Ja, also zur Pause gehört im Grunde auch die Zeit unmittelbar, bevor es mit der Prüfung losgeht. Gilt auch für die mündlichen Prüfungen. Da hat man ja oft so eine Situation, wenn ich jetzt an die mündlichen Prüfungen mal denke, dass man sich ja ein paar Minuten, vielleicht sogar eine Viertelstunde, eine halbe Stunde, manche sind eine Stunde vor ihrem Prüfungstermin schon da. Und bei der mündlichen Prüfung ist es ja so, dass die in verschiedenen Räumen stattfindet bei der IHK oft. Und dann wartet man im Flur, da sind dann oft Stühle aufgebaut. Und wenn Sie da jetzt eine Viertel oder eine halbe oder gar eine ganze Stunde warten, dann sind Sie in dieser Zeit permanent mit dem Stress und der Panik aller anderen konfrontiert. Das heißt, da gehen Leute in die Prüfung rein, die zappeln schon vorher. Dann kommen die aus dem Mündlichen raus. Und ich bin jetzt über 25 Jahre im Prüfergeschäft. Ich habe es mehr als einmal erlebt, dass jemand die Prüfung bestanden hat, alles okay, und dennoch heulend den Prüfungsraum verlässt, einfach weil die ganze Anspannung abfällt. Und das Bild, das Sie jetzt haben, wenn Sie im Flur warten, da geht jemand in die mündliche Prüfung, jetzt bekommt er sein Ergebnis gesagt und kommt raus und heult, wie wir in Franken sagen, rotz zu Wasser, dann macht es natürlich was mit mir, aber im Sinne von, ich habe das Gefühl, boah, da wird man megamäßig gegrillt. Und um diese ganze Aufregung, diese Anspannung, die sich durch die anderen Leute ergibt, häufig wird man noch gefragt, was sagst du denn bei dem und dem Thema und hast du das und das gelernt? Ja, um dem zu entgehen, sollte man natürlich rechtzeitig dort sein, also eine halbe Stunde vor dem Termin dort zu sein, ist okay. Suchen Sie sich den Raum, wo Sie hin müssen, schauen sich das genau an und dann verlassen Sie das Gebäude wieder, gehen an die frische Luft, gehen spazieren. Wenn Sie eine halbe Stunde Zeit haben, bleiben Sie 20 Minuten weg und kommen frühestens 10 Minuten vor Ihrem Termin zurück, um diese Zeit des Wartens, der Anspannung zu minimieren. So, und Gleiches würde jetzt gelten, das war ja die eigentliche Frage, was tun in der Pause bei der schriftlichen, da gilt im Grunde das Gleiche. Ich kann Ihnen hier nur empfehlen, trennen Sie sich von den anderen Prüfungsteilnehmern, lassen Sie sich nicht anstecken. Was todsicher kommt ist, was hast du bei der Aufgabe 2 und hast du bei der Aufgabe 3 dieses und jenes? Und jetzt fangen Sie an, darüber nachzudenken und denken, habe ich ja das nicht und das nicht und jenes nicht. Und das verunsichert nur und ist eine sehr, sehr schlechte Ausgangsbasis für die nachfolgenden Prüfungen. Wenn ich mich jetzt am Vorabend nochmal vorbereiten will, ich packe schon mal meinen Rucksack, meinen Koffer, was ich eben an Utensilien mitnehmen muss. Was gehört in so einen Rucksack für die Prüfung? Also zum einen sollte zur Vorbereitung tatsächlich nur das gehören,
dass ich meinen Rucksack packe und nicht, dass ich am Vorabend noch mich tiefgreifend mit den Themen befasse. Das wäre wirklich nicht gut. Aber was gehört in meinen Rucksack? Es gehört hinein in jedem Fall meine Formelsammlung, sofern die erlaubt ist. Es gehört in jedem Fall hinein die Gesetzestexte, die erlaubt sind. Sie bekommen immer mit Ihrer Einladung auch eine Auflistung, was alles mitgenommen werden darf. Sie dürfen, um das an der Stelle auch nochmal zu sagen, in die Gesetzesbücher nichts hineinschreiben, Sie dürfen nichts kommentieren. Sehr wohl dürfen Sie dazu Reiter anbringen, um bestimmte Stellen schneller aufzufinden. Also Sie sollten vorher schon mit den Büchern geübt haben, weil in der Prüfung ist wenig Zeit. Also das gehört dazu. Dann gehört natürlich dazu Schreibgerät. Und mit Schreibgerät meine ich tatsächlich auch einen Kugelschreiber oder einen Füller, mit dem Sie gut schreiben, der also relativ weich ist, denn Sie müssen an dem Tag oder den nachfolgenden Tagen sehr, sehr viel schreiben. Und es ist einfach auch schon eine Frage, wie schnell ermüdet mein Handgelenk. Achten Sie darauf, dass Sie im Zweifelsfall zwei Taschenrechner dabei haben, denn wie es manchmal halt so geht, entweder fällt bei einem die Batterie aus oder Ihr Solarbetriebener reicht gerade Deckenbeleuchtung nicht, dass Sie einfach auch da die Sicherheit haben, ich habe da alles dabei. Und ansonsten reicht es dann, wenn Sie noch Ihren Talisman eingepackt haben und an dem Tag auch gerne genügend Süßes mitnehmen. Das ist in Ordnung. An dem Tag brauchen wir mal nicht auf die Linie achten. Süßigkeiten helfen. Die Glucose hilft dem Gehirn tatsächlich auch seine Arbeit besser zu machen. Also das ist völlig in Ordnung, dann auch Traubenzucker oder was weiß ich zu sich zu nehmen. Was weniger hilfreich ist, um das auch gleich zu sagen, sind die Energy Drinks. Die haben eine vielfach höhere Konzentration an Koffein, als es eine Tasse Kaffee hätte. Und die beschleunigen den Puls und sind an der Stelle nicht hilfreich. Das heißt, nichts, was Flügel verleiht. Genau. Gibt es ansonsten noch irgendwas, was wir an diesem Tag beachten sollten oder in der Vorbereitung auf den Tag? Was kann ich schon mal nochmal tun? Irgendwas, was wir vergessen haben bis dato? Herr Stargardt, was würden Sie denn auf so eine Frage antworten? Keine Ahnung. Okay, dann fasse ich vielleicht einfach nochmal für unsere Zuschauer zusammen. Sie machen ein gedankliches Probehandeln, durchleben diesen Tag nochmal und sagen, okay, wie soll er denn idealerweise ablaufen? Wie geht der Weg zur IHK morgens? Das ist übrigens vielleicht auch noch ein Punkt, dass ich mir den Weg zur IHK nochmal angucke, wenn ich da noch nie war, dass ich das auch schnell finde. Wo stelle ich mein Auto ab? Kann in der Großstadt eine Herausforderung sein. Alles Dinge, da muss ich mich nicht drum ärgern, wenn ich mich entsprechend vorbereitet habe. Und ja, ansonsten nicht verrückt machen lassen von anderen Prüfungsteilnehmern und cool und gelassen rangehen. Das Ganze als Chance zum Erfolg sehen und weniger als die wirkliche Stresssituation und so ein bisschen Bauchkribbeln und Anspannung, denke ich, gehört dann auch dazu, um diese Spitzenleistung an dem Tag zu erbringen. Ja, dafür, denke ich, wünschen wir beide Ihnen alles Gute. Toi, toi, toi. Was immer Sie machen, machen Sie es gut. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.